Hallo, ich wollte euch heute mal einen meiner Lieblingsfilme vorstellen, und zwar Robocop. Robocop ist ein guter Film, super gedreht, Technik einfach 1A. Der Film ist sowas von zukunftsorientierend, finde ich. Die Story ist, ein Cop wird brutal von einer Gang, die sehr brutal ist, Terroristen kann man sagen, zerstückelt, umgebracht, und sein Gehirn wird dann in einen Roboter eingepflanzt, und er wird dann deshalb Mensch als Roboter, also Gehirn noch und das Gesicht noch. Und der Rest davon Wirbelsäule, und der Rest ist halt als mechanischen Roboter. Und er ist dann programmiert, Gesetz einzuhalten, Gesetze zu fordern, also einfach für Gesetz da zu sein. Und der Film ist sehr brutal, der erste Film. Gibt zwei Fassungen von. Natürlich die Uncut-Fassung, Gold-Edition habe ich davon natürlich. Und der Film ist echt 1A spannend bis zum Ende. Action pur. Ein cooler Bösewicht, das immer mehr. Die Story einfach nur super. Und die ganzen Gags immer, diese Einblendung, was die Werbesketche-Einblendung da von der Zuge mit Autodieben und so. Der Film ist echt super. Und es gab eine Fortsetzung natürlich, Robocop 2. Der Film ist genauso, also ich finde Robocop 2 auch noch super. Der Film hat mir sehr gefallen. Hat Robocop einen Gegenpart, Robocop 2, also einen anderen Roboter, aber der hat das Gehirn eines Bösen bekommen, eines drogensüchtigen Irren bekommen, kann man sagen, Terrorist und so. Und dann gibt es einen Showdown am Ende. Der Film ist echt hammermäßig. Ich finde 1 und 2 super. Beide gespielt von Peter Weller. Mal Wechsel machen kurz. So, da ist das Ding. Das, wie gesagt, ist die Rückseite von dem Film. Zwei Versionen: Kinoversion und Uncut-Version. Sehr schön, die Filme, wie gesagt. Ich habe nur 1 und 2. Dann gibt es noch eine zweite Serie, die ist für Kinder ab 6 Jahre. Dies habe ich nicht gesehen bis jetzt, aber nur mal reingeschaut zwischendurch mal bei YouTube. Ganz lustig, die Serie, finde ich. Dann gibt es noch einen Robocop 3-Film, den fand ich sehr enttäuschend. Der war irgendwie Thema verfehlt, ich habe die einmal gesehen, vergessen. Da kam so ein japanischer Cyborg-Kopf vor, der Robocop kalt machen wollte. Der Film war grauenhaft gewesen. Dann gab es noch Robocop 4, das war irgendwie ein TV-Film zu einer Serie mit 21 Folgen. Die Serie war echt mangelhaft, kann man sagen. Mit so einer Frau, die gestorben ist und irgendwie als Projektion in der Computer weiterlebt, mit Robocop immer spricht, immer Beratschläge gibt. Serie war grauenhaft gewesen. Dann gibt es noch 4 Filme. Crime Reaction, das waren TV-Filme. Die Filme waren alle grottig gewesen. Dann gab es einen Robocop, einen normalen Robocop halt. Murphy und halt so einen schwarzen Robocop, also der eines war silber, metallisch, andere war ja dunkel-schwarz gewesen, so ein Gegenpart gewesen, der irgendwie böse geworden ist. Die Filme waren schrottig gewesen, lohnt sich echt nicht. Und dann gibt es dann noch ein Remake. Das Remake ist ebenfalls grauenhaft, wie gesagt. Also bei einigen Filmen sollte man kein Remake machen, das lohnt sich nicht. Also Robocop Remake, der erste ist ab 18, war sogar indiziert gewesen früher, mittlerweile nicht mehr. Und das Remake ist ab 12 Jahre. Und der Robocop sieht komisch aus, der hat eine schwarze Rüstung und hat sein Händchen behalten, irgendwie, was ich irgendwie schwachsinnig finde, als Achillesferse, kann man sagen. Ich habe den Film boykottiert, weil mir das nicht antun werde, den Robocop, dieses Remake davon. Also, was ich empfehlen kann, was Robocop angeht, die ersten beiden Filme mit Peter Weller. Weller heißt er jetzt als Robocop. Das ist einfach nur cool gemacht. Die Filme sind echt eine Pflicht in jeder Sammlung, würde ich sagen, Robocop 1 und 2. Die anderen Filme kann man sich getrost schenken. Es soll sogar 2018 eine Robocop Return rauskommen, ist aber gecancelt worden, das Projekt. Der sollte den ersten Film anschließen, obwohl der zweite ja auch gut gewesen ist. Der zweite ist ein guter Film, der erste ist ein guter Film. Also Action pur, ein bisschen Gewalt, sehr viel Gewalt in den Filmen drin, aber die Story ist echt gut, finde ich. Also da kommt keine Langeweile auf, also von erster Minute bis letzte Minute Action pur, Spannung, gute Haltung, gute Story. Also die Filme lohnen sich echt, die ersten beiden. Die anderen Filme kann man sich getrost irgendwie, was weiß ich, nicht kaufen und nicht anschauen, wie ich so verlorene Zeit der besser mal Filme für gucken. Das ist also meine Empfehlung, Robocop 1 und 2. Echt coole Filme, und es gab davon sogar damals Figuren von NECA. Ich habe mal einen 1 zu 4 Robocop gehabt, den ich leider verkauft habe vor Jahren mal. Ich bereue es ehrlich gesagt mittlerweile noch, aber ich hatte ein paar kleine Figuren gehabt. Diese sind die Robocop 1-Figur, Robocop 2 Battle Damage habe ich gehabt, und hier dann Robocop Glow in the Dark, die habe ich auch verkauft leider. Ich weiß, die waren verkauft, also früher, das ist echt lange her. Aber was soll man machen, kann man nicht ändern, und die Figuren waren echt schön. Aktuell gibt es da so einen Robocop von NECA, die Deluxe-Version, glaube ich, kostet so 40 bis 50 €. Da haben wir ein bisschen mit Zubehör dabei, den Stuhl dabei und so. Ist auch ganz nett gemacht, aber ich hätte mir gewünscht, von NECA nochmal eine 1 zu 4. Hätte ich vielleicht mal gekauft, wenn es teuer gewesen wäre. Die Preise explodieren zur Zeit. Also früher kann man sagen, war so eine NECA-Figur 1 zu 4 80 € bis 60, 80, 100 €. Mittlerweile kosten die 150 € aufwärts, was ich sehr schade finde.
aber kann man nicht ändern. Und wie gesagt, Robocop ist echt eine coole Filme, die beiden. Auf jeden Fall mal gucken, wenn ihr nicht kennt. Falls ihr kennen solltet, Kommentare reinschreiben, finde ich gut, nicht gut. Robocop 3 stinkt oder irgendwas anderes. Das war's. Bis nächste Mal. Robocop.